Ja, was dort eben so elegant heruntergefallen ist, war ein Smart Turtle und der kommt aus Österreich. Jawohl, und damit erstmal herzlich willkommen. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich habe hier so einen Smart Turtle schon mal vorgestellt. Das ist allerdings schon einige Jahre her und von daher dachte ich mir, schauen wir uns das Produkt nochmal an, denn ich finde es immer noch cool. Und warum das hier hinten Turtle heißt, kann man so schon gut sehen. Sieht aus wie ein Schildkrötenpanzer, ist aber so ein flexibler Sack. Ja doch, so kann man sagen. Erinnert mich stark an so einen Sitzsack. Da sind also so Kügelchen drin und das ist so flexibel. Und wir haben hier so eine Musterung drauf, die an einen Schildkrötenpanzer erinnert. Und das gibt extra Grip. Das ist nämlich so richtig ja, rutschfestes Gummi- oder Silikonmaterial oder sowas. Und deswegen ist dann der Smart Turtle, wenn er mal irgendwie hier so sitzt oder steht oder liegt, ne, rutscht er auch nicht großartig hin und her, sondern hat einen ganz guten Halt. Und darum geht es auch. Der Smart Turtle soll Dinge halten. Der soll euer Tablet halten oder hier euer iPhone, euer Smartphone und euer Tablet und alles Mögliche sonst noch. Und das tut er mit einem Nano-Pad. Das ist hier unten drunter. Ich nehme mal hier die Schutzabdeckung runter. So, ach, da hat man schon gesehen, das hält ganz ordentlich. Das hier soll einfach nur vor Verschmutzung, Staub und sowas schützen, wenn man das Teil gerade nicht in Gebrauch hat. Ansonsten seht ihr hier einmal das Nano-Pad und das ist richtig klebrig, obwohl kein Klebstoff dran ist. Also da keine Sorge haben, der hat auch nach ein paar Jahren immer noch seine Klebekraft und funktionieren tut das Ganze jetzt so. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel meinen Smart Turtle und will mir was auf dem Tablet angucken. Klack. Fertig. Einmal dran gehalten und dann klebt hier der Smart Turtle richtig fest. Da kann ich auch schütteln, wie ich will, an dem Tablet fest und kann dann so als Ständer fungieren, als Standfuß. Den kann ich dann hinstellen, kann mir den ein bisschen in Position zurechtkneten, kann es auch hochkant hinstellen, kann natürlich das Teil wieder abnehmen. So, rückstandslos. Hier sieht man ein bisschen was verschmiert, aber das macht gar nichts. Und dann packe ich ihn einfach mal so dran und kann es dann auch hier hochkant hinstellen. Also ihr seht schon, das ist leicht zu erklären. Das ist einfach ein sehr flexibles Gerätchen, um dann irgendwie hier was hinzustellen. Also bei meinem iPad Mini, hier, da klappt das wirklich 1A. Ich nehme das Ding nochmal ab, ein bisschen ziehen. Schauen wir mal hier, wie es beim iPhone 12 Pro Max aussieht mit der Glasrückseite. Einmal dran gebappt und schon kann ich auch das Teil dann hier schön hinstellen und das dann so als Ständer benutzen. Ist eine feine Sache, wirklich. Und mal was anderes. Als hier so diese Standardlösungen, die man kennt, irgendwelche Kunststoffteile. Das hier ist einfach mal, ja, ich finde das ganz innovativ. Und vor allem, man kann es auch schön so benutzen, ne? Nur mal zum Festhalten. Ist mir vor kurzem nämlich aufgefallen, als ich hier das iPad mal länger gehalten habe, weil ich was gelesen habe. Ups, komm her. Und dann habe ich hier den Smart Turtle dran gehabt und dachte mir, ja, ja, guck mal, kann man doch auch wunderbar so benutzen zum Halten. Ist ja bequemer, als wenn man es immer so hält oder, ja, also nur so als zusätzliche Idee. Aber ihr, ich denke, ihr wisst schon, wie hier die Idee dahinter ist. Ich finde das Ding echt cool und man kann es, wie gesagt, ganz oft benutzen, wenn irgendwann mal hier bei dem Pad die Klebekraft nachlassen sollte, was irgendwann passieren wird, weil sich da Staub und sowas ansammelt, dann ist das aber auch kein Beinbruch, denn dann nimmt man das Pad einfach nur ab und wäscht es unter lauwarmem Wasser einmal ab und dann ist das Ding wieder so gut, ja, wirklich so gut wie neu. Ihr seht, das ist einfach nur hier draufgelegt. Da sieht man die Klebekraft, abziehen, lauwarmes Wasser abwaschen, trocknen lassen, wieder hier drauf packen und dann könnt ihr euren Smart Turtle wieder benutzen und alles Mögliche hier damit festhalten. Ich mag das Produkt und weil ich das mag, freue ich mich, euch sagen zu können, ihr könnt das auch haben. Natürlich könnt ihr es kaufen. Ich verlinke euch das wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Den Smart Turtle gibt es dann auch bei Amazon zum Beispiel. Aber ich kann auch 3 Stück an euch weitergeben, denn ich habe hier 3 Stück, die ich verlosen werde. Also hier den pinken, den werde ich behalten, aber die anderen, die werde ich an euch gerne weitergeben. Und wir schauen mal, ich habe hier also nochmal pink, das ist hier die Farbe, die ich schon habe. Schauen wir jetzt nochmal kurz die anderen Farben an. Dann haben wir hier einen Smart Turtle in Blau. Also da seht ihr das Teil dann schön im dunklen Blau. Hier kommt das Pad drauf, das Nano-Pad. Und hier sieht man auch die Farbe vom Nano-Pad in Blau. Und dann schauen wir auch noch mal rein. Wir haben noch eine 3. Farbe. Das wäre, ah ja, Gelb. Gelb ist doch auch, ja, sehr schön. Gelb mag ich auch. So, komm raus. Der Gelbe ist aber hier widerstandsfähig. So, da ist er raus. Und wir sehen noch einmal den Smart Turtle in Gelb.
Gelb finde ich auch besonders schön. Und dann hier natürlich das Nanopad auch in Gelb. Also da habt ihr die Farben. Es gibt es auch noch in Weiß. Weiß habe ich aber jetzt keins da. Und dann hätten wir hier einmal den Smart Turtle in Rosa oder Pink, Blau und Gelb. Und jeweils einen davon könnt ihr gewinnen. Und das ist ganz einfach. Ihr müsst mir einfach nur eine kurze E-Mail schreiben. Und zwar an die hier eingeblendete Adresse. Und einfach nur als Stichwort Smart Turtle. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch was dabei schreiben. Müsst ihr aber nicht. Das Ganze läuft für 2 Wochen, das Gewinnspiel. Bitte achtet darauf, wenn ihr mitspielt oder wenn ihr teilnehmt, unten in meiner Videobeschreibung. Dort steht der genaue Zeitraum, ab wann bis wann das Ganze funktioniert. Irgendwelche E-Mails, die später ankommen, werde ich nicht mehr beachten. Die werden einfach dann gelöscht. Also bitte darauf achten, dass ihr auch das Ganze hier euch anschaut im Zeitraum. Ich habe schon Gewinnspiele gemacht, da bekomme ich 3 Jahre später noch irgendwelche E-Mails vereinzelt, wo Leute gewinnen wollen. Bitte auf den Zeitraum achten. Und dann werde ich den Gewinner nach Ablauf der Zeit ziehen, per E-Mail kontaktieren und dann bekommt er seinen eigenen Smart Turtle zugeschickt. Also eine schöne Sache aus Österreich. Hier der innovative Tablet- und Smartphone-Ständer. Finde ich echt cool. Ich habe jetzt hier fast gar keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch und das bappt und klebt richtig gut. Meine Güte. Also, wenn ihr auch Lust darauf habt, wie gesagt, ihr könnt es auch gerne kaufen. Amazon-Link ist in der Videobeschreibung. So ganz günstig ist die Geschichte nicht, so 35 Euro. Aber ihr könnt mir glauben, die sind langlebig. Also das ist nicht nach 1-2 Jahren im Eimer, sondern das ist eine langlebige Geschichte. Ich kann es euch sagen, ich habe ja vor ein paar Jahren schon einen gehabt und von daher gar keine Sorge haben. Einfach nur drauf achten, ab und zu mal hier das Nanopad abwaschen und wenn man es gerade nicht benutzt, am besten hier die Abdeckung drüber machen zum Schutz. So, das wäre es gewesen. Mehr kann ich dazu nicht erzählen. Ich finde es praktisch, innovativ und ganz cool und wünsche euch dann viel Erfolg beim Gewinnspiel. Also, Zeitraum beachten. Ihr wisst Bescheid. Also, bis dann. Macht's gut.